Hallo und herzlich willkommen zu einem mal wieder etwas anderen Video. Und ihr seht schon, wir befinden uns in der Welt von Minecraft. Und zwar auf dem Timonia Server. In der Jump World, wie man es an der Seite schon sehen kann. Und zwar haben Daniel und ich mal vor schon etwas längerer Zeit einen Jump'n'Run gebaut. Und wollten das halt quasi veröffentlichen und hochladen, das Video dazu. Sind wir nie dazu gekommen, war es nicht ganz fertig. Und zwar war das Ziel noch nicht eingebaut. Das habe ich jetzt getan. Und zwar wird dieses Jump'n'Run eben jetzt veröffentlicht. Das ist das Video zu. Ihr seht jetzt, wie wir das Ganze gebaut haben. Thank you.
So sah der ganze Bauprozess dann aus. Ich habe, wie gesagt, jetzt noch das Ziel eingebaut, noch ein paar Feinheiten gemacht. Und jetzt ist das Ganze eben spielbar. Wir haben ein paar extra Wege eingebaut, also nicht Zusatzwege, wo man auch zum Ziel kommt, sondern ein paar kleine andere nice Wege, die man gehen kann und erkunden kann. Und ja, ich würde sagen, wir spielen das Ganze in der Folge jetzt auch einmal kurz durch und veröffentlichen das Ganze. Das heißt, wir werden das jetzt kurz mal, wo geht das? Jump'n'Run durchlaufen. So, wie gesagt, wir werden es mal anschauen. Das ist schon hier. Es gibt eben diesen Weg hier. Jawohl, das war's komplett wieder. Sag mal wieder, wie lange ich kein Minecraft gespielt habe. Aber es geht. Okay. Eben dieser Weg hier auch mit diesen Sprungsteinen. Ganz cool. Da muss man dann hin und ja, hier ist kein Ziel, aber ein ganz weißer Weg. Und man kommt wieder zurück zum Anfang. Dann gibt es hier eben diese zwei Bed Wars Wege. Da muss man eben hier immer. Wow. Wow, wow, wow. Oh, das. Da muss man eben hier auf diese Teile drauf. Das dauert leider halt immer ein bisschen und dann muss man es halt weil immer warten, bis die wieder da sind. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Ich weiß ja, wie es geht. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe ja gemerkt. Dann backt ein bisschen weg und dann halt hier eben der Hauptweg. Und dann hier auf diesem Wasser da sich fortbewegen muss. Ist relativ einfach, finde ich. Sieht sau schwierig aus. Denkt man auch am Anfang, dass es ist. Aber mit, weil nach ein paar Versuchen geht es dann. Hier geht es dann weiter mit einem kleinen Zaun. Leiter Jump'n'Run. Auch nicht sonderlich schwierig, finde ich. Dann hier noch ein bisschen was Sprung. Dann nutzt der Schnelligkeitsabteil. Der natürlich sehr unberechenbar ist. Und hier etwas mit Soul Sand und Eis. Also im Endeffekt kann man dieselben Sprünge machen wie auf normalen Steinen, nur dass man es eben wesentlich schwieriger einschätzen kann, weil man denkt, man ist sau langsam, aber man springt doch schon irre weit. Nur im letzten Sprung, das ist ein sehr schwieriger Sprung. Der ist nicht ganz leicht, das merke ich jetzt auch. Aber man muss es einfach nur ein paar Mal probieren und dann hat man ihn. Hier jetzt die roten Todesteile, das stirbt man eben, wenn man drauf kommt. Nicht sonderlich schwierig, aber doch ein Hindernis. Und hier jetzt die Ambosse, muss ich halt immer hier schützen. Und im richtigen Moment rüberlaufen. Sonst ist man tot. Ja, okay, das kann ich direkt nochmal machen, weil es sind 4 Sprünge. Da, das braucht man am besten Anlauf, weil das sind 2 Stück. Hier dann auf den Zaun drauf. Oder auch nicht. Perfekt. Auch sehr weiter Sprung. Kann man eigentlich auch in einem, na, ja, wobei, das ist in einem Durchgang. Kann es machen, aber es ist auch gut möglich ohne einen Durchgang. So, mal sehen, wie lange es hier noch gehen soll. Ja, es ist nicht ganz einfach, obwohl man die 4 Sprünge schon doch etwas öfter schafft. Und da der Zaunsprung gerade am Ende, man kann da nicht abkürzen, also man kann eben nicht geradeaus durchspringen. Das ist schon viel zu weit. Naja, Freunde, habe ich das. Beim Testen habe ich es easy geschafft. Und da habe ich es. So, eben hier dann noch mal Bauern. Vielen Dank fürs Spielen. Und dann kann man es halt noch bewerten. Nicht verwirren lassen bei den Skeletten. Die schieden einen nicht ab. Die sind also nur zur Deko da. Und ich würde sagen, jetzt veröffentlichen wir das Jump'n'Run. Dazu gehen wir wieder in die Lobby. Und das Jump'n'Run ist ab. Jetzt. Ab jetzt.
zur Verfügung und man kann es eben. So, ah. Hallo, was möchte er? Klar. Man kann jetzt hier finden. Alles klar. Oder? Kann man nicht. Ich habe es jetzt eigentlich veröffentlicht. Das müsste man. Das nimmt nicht mehr an. Das. Müsste. Vielleicht dauert es auch noch einen Moment, aber ich denke, es ist auf jeden Fall veröffentlicht. Jetzt hier auch draußen. Oh, ich habe es eigentlich jetzt veröffentlicht. Alle Jump'n'Runs. Ja, vorhin. Da sind wir auf der Jump'n'Run. Da ist es. Jetzt ist es da und man kann es eben spielen. Design Run, das war ich quasi. Zwischenzeit 50. Hatten wir gerade nicht, aber gut. Vielleicht ist es auch nur ein Standardwert. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und ciao.